Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster. Wieder mal alleine. Wir werden uns heute den Gefahren des Nethers stellen. Ich bin doch nicht im Nether. Jetzt bin ich im Nether. Jetzt gehe ich in den Nether. Ja, hui. Und wir müssen sofort Angst haben. Also so viel ist schon mal klar. Und wir müssen schauen, ob es hier überhaupt noch irgendwie Nether Erze gibt und sowas. Was gar nicht mal sicher ist, denn hier haben schon ziemlich viele andere gefarmt und ich habe absolut keine Lust zu sterben, deswegen ist das absoluter Selbstmord. Oh Gott, das hätte schon mein Ende sein können. Deswegen ist das absoluter Selbstmord, was ich hier mache. Aber egal, ja, das soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier irgendwas zu farmen. Hier bekommen wir zum Beispiel Mimi. Ich will nicht mehr. Mimichheit raus. Sehr gut Level farmen kann man hier auch. Soll ich einfach alles mitnehmen? Ich nehme einfach alles mit, weißt? Wenn ich schon mal da bin, anscheinend ist Sulfur sehr nicht selten. Ich stelle meine Sounds einfach mal ein bisschen lauter. Slowness, interessant. Was auch immer das bringen soll, Slowness zu haben. So, Mimichheit ist auf jeden Fall echt... Oh Gott, keine Kack-Netherspinne. Nein, bitte keine Netherspinne. Ich mag Netherspinne nicht. Da drüben ist noch eine Netherspinne. Hallo. Hallo, siehst du mich? Baby Hetzka, keine Ahnung, was bei da. So, was mein Ziel ist, hier nicht nur dieses Mimichheit da zu finden, was allerdings auch sehr cool ist, sondern ich will, dieses Essenz-Dust bekommen. Was ist das? Nether Coal Ore. Cool. Habe ich mir ein Portal... Nein, ich habe mir keinen Wegpunkt gemacht. Ich mache mir mal schnell einen Wegpunkt. Wo ist mein Portal? Da unten, okay. Ich mache mir mal schnell einen Wegpunkt. Nicht, dass ich noch drauf gehe oder so. Man müsste den Weg hier runter eigentlich ein bisschen besser machen. Na, soweit ist schon mal klar. Oh Gott, wie ich einfach Angst habe hier drinnen. C. Portal. Das mache ich mal rot, damit ich sie... Okay, so. Oh Gott. Der Nether ist einfach irgendwie gefährlich. Ich weiß nicht wieso, ne? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, sprinten ist hier drinnen auch nicht so die gute Idee. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Anscheinend kann ich das nicht abbauen. Okay. Oh Gott! Oh. Nein, ich gehe aus dem Nether raus. Nein. Warum kommt da so ein Zombie-Pigman? Warum ist da ein Schwein? Warum will ihm hier alles töten? Ich komme wieder, wenn ich fliegen kann. La 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 la. La la la, ich war hier nie. La la la. La la la. Warum haben mich die Zombie-Pigments angegriffen? Ich hab den noch gar nicht. Hey Hund. Sitz. Sitz. Kannst du nicht Sitz machen? Sitz? Sitz? Hallo? Mach Sitz, komm! Sitz! Kannst du das nicht auf Schnee? Böser Hund.
Komm her. Warum kannst du nicht Sitz machen? Soll ich dich töten? Ich probiere was. Ich connecte mal kurz neu und schaue, ob ich dann dem Hund sagen kann, dass der Sitz macht. Ah, ich hätte ihn schon fast getötet. So. Gut, ich packe da einfach mal die Dinger, die ich gerade gesammelt habe, weg. Ne? Und dann gehe ich mal darüber und sammle mal meine Büsche ein, so. Und geht da mal rüber und mach da weiter, das kann ich wenigstens. So, hier die Essenzen packe ich da oben hin einfach mal. Das nehme ich natürlich auch mit. Die Canola-Dinger nicht. Die bekomme ich raus. Und die Eisendinger, so. Dann sollte das passen. Ne, hier nehme ich noch die Ho und dann, okay, ich dachte, ich kann da durchrennen. Egal. Hier sollte ich eigentlich, glaube ich, noch einen Spotloader aufstellen. Ich weiß es nicht. Maybe, maybe not. So, ich glaube, so ein bisschen stehen und rechtsklicken kann ich besser wie in der Höhle, in der Hölle irgendwie herumrennen. So will ich das haben. Und da irgendwie panisch irgendwas versuchen zu sammeln. Wenn da die Monster nicht wären, dann wäre es ja toll. Nur irgendwie sind da Monster und das ist ein bisschen blöd. Dann müsste ich mir erstmal irgendwie ein Jetpack machen, dass ich da gut weg kann. Und gut, wie soll ich sagen, flüchten kann. So, das war das Wort, was mir entfallen ist. Und dann könnte ich nochmal mit mir reden lassen, in die Hölle zu gehen. Allerdings, naja. Hölle ist irgendwie gefährlich, warum auch immer. Ich weiß nicht, da will mich irgendwie alles töten, habe ich so das Gefühl. Ist auch bestimmt so. Die mögen mich halt nicht. So ein bisschen hier schön anpflanzen und alles, das ist ein bisschen angenehmer. Unten weiß ich, dass vor 2 Stunden jetzt nichts mehr fertig ist. Von wegen Extractor und sowas. Blödes Mikro ist da im Weg. Denn, der Extractor in der letzten Stufe, also die letzte Stufe, wo das Ganze nochmal brennt, das dauert sehr lange, es dauert richtig lange. Und irgendwie ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, blöd? Weiß ich nicht. Denn da hängt das Ganze, wenn dieser Schritt nicht wäre, wäre ich schon locker fertig mit dem Ganzen durchschmelzen. Allerdings ist dieser Schritt und das ist doof. Ne? Das ist ein bisschen suboptimal, will ich mal sagen. So, und ich könnte da hinter mir, also da vorne hier, da unten, da, mal die Dinger anbauen, also abpflanzen und so. Aber ich glaube, ich will wohl Blueberry, was ist das? Sweet Corn, Raspberry. Ich weiß nicht, Tomaten. Was ist das? Ich glaube Gurken oder keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, ich mache die Dinger hier weiter. Das ist mir jetzt wichtiger, die Diamant-Seeds zu bekommen. Okay, ich dachte gerade, ich habe da keinen rausbekommen. Das wäre es jetzt gewesen. Dann hätte ich nochmal ziemlich viel verschwenden müssen für die Eisenseeds. Allerdings hätte ich das dann jetzt nicht gemacht. Auf keinen Fall. So. Hin und wieder mal kann ich das ja auch anpflanzen. Warum schreibt mich jetzt die ganze Zeit wer auf Facebook an? Richie, was soll das? 210 Mal erneuern sich unsere roten Blutkörperchen aneinandergereiht, würde das keine Ahnung. Zucker! Mehr als 2 Tonnen Zucker und 120 Millionen Liter Sauerstoff verbrauchen, keine Ahnung was. Ach komm schon, will jetzt nix.
Ich weiß eh, dass er das nicht schauen wird. Aber egal. Deswegen brauchst du mich nicht anschreiben die ganze Zeit, ey. Ich sollte mir angewöhnen, Facebook zuzumachen. Wäre eine Idee. Oder zumindest den Chat irgendwie zu deaktivieren. Das wäre nämlich auch nicht gerade so schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt noch dauert, bis wir hier die Diamant-Seeds haben, weil es geht eigentlich nur mehr darum, dass wir hier diese Essenz Dust und dann hier die noch zwei Strong-Essenzen. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Warte mal kurz. Nein, wir brauchen vier Strong-Essenzen, Alter. Zwölf? 14 von den Dingern? Somit, warte, 14 mal 4. 14 mal 4 sind 56 mal 4 sind 224 mal 4 sind 896. Das Ganze durch 64 sind 14 Stacks von diesen Dingern. Alter. 14 verfluchte Stacks brauchen wir davon noch. Okay, das dauert. Das dauert. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Essence Seeds und dann, ja, ich weiß nicht. Irgendwie brauchen wir diese Sprinkleranlage. Nur ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Oh, ich weiß nicht, wie die heißt. Oh. Denn diese Sprinkleranlage würde das Ganze um einiges beschleunigen und dann müssten wir das Ganze automatisieren. Ich glaube, ich werde diese Farm hier automatisieren. Das geht so nicht. Denn wenn wir sie automatisieren, können wir offscreen die ganze Zeit farmen. Wirklich, die ganze Zeit. Und ich würde sagen, daran setze ich mich jetzt einfach mal. Das mache ich jetzt einfach mal. Einfach so. Ja, einfach so. Dafür brauche ich einen Fan. Denn ich will das Ganze mit Rotary Craft machen. Genau diesen Fan hier. Impeller, zack. Das wäre alles. Ist, glaube ich, alles gar nicht so teuer. Nehme ich mir mal die Sachen her. Das Steel-Dingsbums habe ich eh. Das brauche ich gerade nicht. Chef Junction nehme ich. Chef Junctions brauche ich ein paar. Und die Battle Gears nehme ich auch mal mit. So, dann sollte ich alles haben eigentlich. Liquid Pipe, brauche ich die? Nein, aber die Cobblestone Transport Pipes brauche ich. So, dann will ich mir einen Impeller herstellen. So, dann brauche ich noch was von denen. Und Chef-Dings habe ich, somit brauche ich nur mehr Holz. Das habe ich hier. Ich denke, da geht nur Eichenholz, das ist ein bisschen doof. Also Oakwood nehme ich an. Brauche ich 5. Geht es auch mit Redwood? Nein, geht natürlich nicht mit Redwood. Hat der Leid hier Oakwood? Dinger. Bäume heißen die. Nö, natürlich nicht. Hat der Paddy? Natürlich hat der Paddy. Der Paddy hat das. Natürlich hat er das. Oder habe ich hier Seeds? Saplinge. Setzlinge meine ich. Habe ich sicher? Ja, natürlich habe ich welche. Dann setze ich hier einfach mal einen Oakwood Tree an. So, der ist auch gewachsen. Und Axt habe ich sicher auch irgendwo. Natürlich habe ich irgendwo eine Axt. Ja, natürlich habe ich das. So, und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Mit den Oakwood-Dingern. So, wieder mal ein paar Setzlinge rausbekommen. Gut. So. Zack, zack, Fan. Einen Fan haben wir jetzt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Nehme ich mal hier so ein bisschen was.
Wie viele Fans machen wir? 4 haben wir da. Und dann könnten wir noch 4 machen. Das wäre ein bisschen teuer, aber ich mach's einfach mal. Mist, ich hab zu wenig. Egal. Zack, noch einen Impeller. So, noch einen. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von dem. 8. Warte, nein, ich habe mir einen Impeller zu viel gemacht. Mist. Da gut, dann haben wir eine Reserve. 7 mal 2 sind 14. So, genug. Und dann brauchen wir 7 Chef Junctions. Dann haben wir einen. 7. So. Und dann mal schauen, wie viele wir davon machen können. 1, 2, 3, 5. Gut, dann brauchen wir wieder ein bisschen Oakwood. Und dafür brauchen wir ein bisschen Bone Meal, um das Ganze schneller zu machen. Ach, wie viele Sachen wir jetzt hier gleichzeitig machen, das ist irgendwie arg. Ja, und dann wächst da nur so ein kleiner, natürlich. Natürlich. So, Bone Meal ist alle. Gut, dass es kein großer geworden ist. So, und wir sind schon wieder drüber, oh mein Gott. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen 30-Minuten-Part. Ich habe gerade einfach Lust dazu. Ich weiß nicht wieso, ich habe einfach Lust. So, jetzt kann ich die restlichen machen. 1, 2, 3. 8 Fans, gut. Dann packe ich den Impeller weg, den brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Jetzt brauchen wir nämlich eine Shaft Junction. Noch ein bisschen. Shaft Junction. Chef Junction. HSLR Steel Dingsbums, das und das. So, wir haben zu wenig Stahl. Verdammte Kacke. Wir haben wirklich zu wenig Stahl, kann das sein? Obwohl, wie viele Dinger kommen da raus? 2. Wir könnten versuchen, einen herzustellen. Einen HSLR Steel Dings haben wir. Schon da Stahl normal, die Sticks haben wir nicht. Da stelle ich mal 3 her. Für einen. Davon haben wir noch 3, gut. Einfach einen herstellen. Also 2 herstellen. So. Jetzt haben wir Chef Junction. Chef Junction. So. 3 Chef Junctions. Schon mal besser als nichts. 3. Ich probiere einfach noch einen herzustellen. Also noch 2, sagen wir mal so. Steel Dingsbums. Ja, geht sich sogar noch aus. Gut. Noch 2, dann haben wir 5. Okay, dann brauchen wir noch. Verdammt, habe ich jetzt zu viel hergestellt. Mist. Wir brauchen nämlich noch eine Steam Engine. Oder wir koppeln einfach drüben die Hälfte ab. Wir koppeln da drüben einfach die Hälfte ab. Genau, das ist die Idee. Dann brauchen wir nicht noch eine Steam Engine und sowas. Das ist richtig gut. Da haben wir nämlich eh nichts mehr drinnen. Also müsste ich das jetzt hier abbauen. Oh. Den Grinder auch abbauen. Genau das hier auch abbauen. So. Zack. Und die Kiste auch abbauen. Die war ja nur vorübergehend mal gut. Tut mir zwar weh, aber die Lubricant Hose müssen auch weg. Genauso wie die hier. Dann reicht das hier auch vollkommen. So. Da. Stimmt. Verdammt. Ich wollte ja eigentlich hier dieses Warm Gear behalten. Ich glaube, das geht sogar trotzdem. Wir müssten nur schauen, 1 Kilowatt brauche ich pro Fan. Wie sich das dann auswirkt auf das Ganze. Ich mache hier einfach mal kurz das Gras weg. Ah, ein Canola-Seed. Haha, lustig. Den packe ich da drüben einfach mal rein. Bringt kaum was, aber besser als nichts.
Ne? So. Okay. Den, Essen. So. Wir müssten schauen. Wir brauchen noch Obsidian Transport Pipes. Dafür brauchen wir nämlich mal ein Obsidian, ne? Obsidian Transport Pipes. Wo sind sie? Was sind das? Weiß ich nicht. Interessant, was da alles gibt. Obsidian Transport Pipes. Pipe. Gehen wir es mal so an. Wo sind die Industrial Craft Pipes? Oder wie heißen die? BC Transport. So. Obsidian. Glas und Obsidian. Habe ich mir schon fast gedacht. Und wir haben natürlich keine Diamanten mehr, ne? Ist ja klar. Somit können wir uns keine Diamantspitzhacke herstellen, somit können wir kein Diamant machen und somit können wir das Ganze nicht mehr, somit können wir kein Obsidian machen, wollte ich sagen. Und somit können wir das Ganze nicht automatisieren. Ja, ich bin gut. So, und das packe ich jetzt nochmal kurz weg. Weiß ich nicht, Setzlinge kann ich kurz mal rausschmeißen, um hier die Dinger anzupflanzen nochmal. Denn das ist wirklich wichtig. So. Und da hinten noch, da kriege ich nämlich auch die Dinger raus. Dann die Seeds wieder nehmen. Und schön die Sachen einbauen. Und die Sachen sind, naja, weiß ich nicht, egal. Gut, wir haben zu viele Sachen mit. Kann das sein? Nö. Oder? Nee. Soll ich die 16-to-1 Gearbox verwenden? Die verbraucht zwar Lubricant, allerdings habe ich ziemlich viel davon. Ich habe wirklich viel von Lubricant. Das ist richtig. Und mir ist eigentlich auch relativ egal, wenn die kaputt wird. Dann funktioniert halt der Grind dann nicht. Aber es kann auch so, ich könnte es auch so machen, dass ich dann hier einfach automatisch Lubricant farme. Das wäre nämlich eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Dann mache ich hier meine Lubricant Farm hin. Und dann eben auch automatisch, ne, die ganzen Dinger dazu. Hier Magical Crops kann ich auch automatisch mit diesen Fans einblasen. Einblasen? Hä? Was war das für ein Wort? Egal. Und dann könnte ich das Ganze super machen. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz mein Inventar leeren. Hier Grinder, Hopper, alles wegmachen mal. Auf jeden Fall die Dinger weg. Die ganzen Essenzen und so. Heißt, ich packe einfach alles weg. Habe ich noch im Rucksack was? Nein. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal kurz in meine Mine. Und gehe einfach mal kurz Diamanten suchen. Weiß ich nicht, vielleicht sollte ich das dann auch in der nächsten Folge noch machen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Da oben brennen Nachbarn, ja. Und ich hoffe, dass das nicht mir zum Verhängnis wird. La 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 la. Passt jetzt super zum Text. La 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 la. Ach toll. So, meine Mine ist übrigens schon ziemlich groß, muss ich sagen. Muss ich schon ziemlich weit nach hinten rennen, dass ich hier überhaupt einen neuen Gang anfangen kann. Ach komm schon. Gravel. Ehrlich. Und ich sag mal so, ich nehme jetzt kein einziges Erz mit, außer Mimichheit, Diamant und diesen Essenz-Dinger. Sonst nehme ich kein einziges Ding mit. Und da ist harter Stein, also gehe ich zuerst mal dahin. So, ich will nämlich unbedingt, hier sind schon Essenz. Essenz-Ohr. Kommt mir gelegen. Ist hier noch irgendwo was? Nein, okay.
Und das will ich auf jeden Fall so machen, dass ich hier dann schnell durchhüpfen kann. So. Komm schon, Diamant. Ich will ja nur kurz ein bisschen was von dir haben. Und wenn hier so direkt was neben von meiner Schnauze ist, dann muss ich es natürlich auch abbauen. Und ihr seht gerade nichts, nehme ich mal an. Ne? Kann sein. Ich will nur ganz schnell Diamant finden. Nur ganz schnell, komm schon. Und da oben ist ein lila Ding. Ach komm. Diamant, bitte. Komm, komm in meine Arme. Komm in meine Arme. Da ist auf jeden Fall Obsidian. Also, ne, falls wir Diamant hätten. Habe ich... Nee, warum habe ich meinen Eimer nicht mitgenommen? Was macht hier ein Skelett? Skelett! Und ich sollte hier mal rüber buddeln, dass ich da nicht zu weit buddel. Buddel. Ja, Essenz. Ja. Ja. Essenz-Dinger. Komm schon mehr. Nein, okay. Man darf auch nicht zu übermütig werden, ne? Also das ist schon mal klar. Und das hier ist Cadmium. Keine Ahnung, was das ist. So, dann zwei rüber. Und wieder zurück. So. Ich will jetzt nur hier ganz kurz mal was graben. Es soll jetzt nicht zu lang dauern. Ich will nur kurz Diamanten finden. Für meine Diamantspitzhacke. Warum buddel ich mit Eisen? Und das ist kein Diamant. Ich hasse diese Erze, die ausschauen wie Diamanten. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Und ich mag meine Schaufel irgendwie. Hey ho. Hast du zufällig zwei Obsidian? Frage ich ihn einfach, der gerade neu reingekommen ist. Schade. Ihr könnt ja gar nicht sehen. Alex ist... Ja! Ja! Sag nicht, dass es nur zwei sind. Nein! Nein! Aber ich habe Mimichaid. Ja! Ja! Und da ist noch Mimichaid. Ja! Oh... Mimichaid rettet mir gerade richtig den Hintern. Oh mein Gott, ja! Gleich noch eine Folge zusammen. Ich weiß nicht, ich wollte nicht so viel vorproduzieren, aber irgendwie muss ich. Okay, bin in 2 Minuten fertig. Er hat gemeint, ja klar, so. Ich will hier nur raus. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Dia. Das ist kein Dia. Okay. Oh, hier. Das nehme ich mit. Daraus kann ich mir Spitzhacken machen. Das ist gut. Da ist Kohle. Kohle brauche ich nicht. Gut. Dann mache ich mir jetzt noch 2 Dias. Ich hoffe, das geht sich aus mit meinem Mimichaid. So, hier schnell hoch. Ja, dann musst du warten, hab gerade angefangen. Ja, okay. Gut, dann warte ich halt eben ein bisschen. Kann man ja auch nichts machen. So, zack, 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 zack. Das ist meine erste 30-Minuten-Folge übrigens. Und meine Haare schauen irgendwie gerade richtig behämmert aus. Egal. So... Hier geht's nach oben, dann nach oben, dann nach oben. Und jetzt Mimichaid. Mimmi. Da habe ich 7. Da habe ich keins mehr. Da habe ich keins. Habe ich da was? Nein. Habe ich da was? Nein. Hier? Nein. Und da hinten? Ja, 4. Gut. Disco-Schwein gerade. So, Crafting Box. So, gut. Diamant und Mimichaid. Zack. 3 Diamanten und es reicht nicht für noch einen. Soll ich den verwenden? Soll ich die verwenden? Ich muss die verwenden. Ich muss die verwenden. Ich muss mir eine Diaspitzhacke machen.
Sonst komme ich nicht weiter. Dann kann ich in der nächsten Folge... Ja, eine Dia-Hau. Mhm. Dann kann ich in der nächsten Folge sogar wirklich schon meine automatische Farm machen. Und dann geht's ab. Dann habe ich wahrscheinlich über Nacht oder so irgendwie... Ich hoffe, ich krieg's in der nächsten Folge fertig. So von der Theorie her... Verstehe ich's ja. Von der Theorie her, ich hab's jetzt schon mal gebaut. Ne, so ist es ja nicht. Eimer, verdammte Kacke. Jetzt muss ich nochmal zurück. Oh nee, jetzt muss ich nochmal zurück. Egal, dann gehe ich halt nochmal zurück. So, macht ja nix. So, okay. Zurück. Ich hab nicht mehr lang. Eimer mitnehmen schnell. Habe ich den Eimer hier irgendwo? Sag nicht, dass ich den Eimer da... Ich habe den Eimer da vorne, oder? Ich glaube, ich habe den Eimer da vorne. Nein, habe ich nicht. Habe ich den Eimer doch da hinten? Muss ich doch erst alle Kisten durchschauen? Oh, komm schon. Eimer. Zack. Eimer. So. Und weg. Los. Schnell. Voll die epileptischen, keine Ahnung was. Und 1500 auf einer Spitzhacke ist gar nicht mal schlecht. Also 1500, warte, hier sieht man es, 1562 Blöcke zum Abbauen. Wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt schnell mal hier runter begeben und schnell, wie viel Obsidian? 2 brauche ich. 2 Obsidian uns abgrasen. Ich glaube, für den Bedrock Breaker brauche ich auch noch Obsidian, aber da gehe ich ein anderes Mal hin. So, einfach schnell mal vorbei hier. Oh, da ist Obsidian, cool. So, dann packe ich da mal das Wasser hin und hier baue ich mal einfach ab. So, die 2 Obsidian baue ich noch ab, dann gehe ich noch nach Hause und dann ist die Folge zu Ende, endlich. So, 1 und 2. Oh Gott, das ist richtig cool. Endlich. Gut, dass das geklappt hat. So, schnell noch was essen. Dann geht's ab nach Hause. So. Hier rüber. So, und dann schnell nach oben. Leertaste vergewaltigen. Gut. Endlich. Richtig cool. Dann können wir jetzt doch Obsidian Transport Pipes machen. Wir haben zwar keinen Stahl mehr, aber egal. Warte, wir haben 8 Fans und haben genau 8 Kilowatt zur Verfügung. Genau 8 Kilowatt. Das heißt, wenn wir es richtig splitten... einmal gesplittet haben wir 4, nochmal gesplittet 2, nochmal gesplittet noch 1. Also haben wir das soweit fertig. Ja, Mann, wir können uns endlich dann fertig das Ganze machen. Und ich disconnect jetzt mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.